nochmal alles für euch zu geben. So. Nein, es ist noch nicht mein Lieblingsrennen, Leute. Falsch gedacht, das kommt erst am Ende. Ventura-Finish kommt zuvor. Wieder gegen den weißen Lamborghini Murcielago am Start. Oh, da ist der Mr. DJ sofort weg mit seinem Salieren. Hat wieder einen super Start erwischt. Der Standard ja schon fast bei ihm. So. Jetzt muss ich hier gucken, wie er hier fährt. Der fährt ganz außen. Keine schlechte Idee. Keine schlechte Wahl. Doch der Lamborghini Murcielago kommt. Und da will er ihn an die Wand pressen. Doch er schafft es nicht. Jetzt muss er wieder die Verfolgung hier aufnehmen. So. Verfolgung aufnehmen. Das kann er doch eigentlich auch ganz gut. Oh, der Lamborghini Murcielago hat hier Schwierigkeiten. Sein Bildschirm geht wieder aus. Ist aber wieder an. Alles wieder im grünen Bereich. Er ist auf Platz 1. Lamborghini Murcielago weiterhin hinten. Ich weiß nicht, ist es Carroll? Ja, ich glaube schon. So, jetzt hier scharfe Rechtskurve. Scharfe Rechts, aber sehr gut gemeistert von Mr. Isuelzer und seinem Salieren. Hier um die Kurve, da kommt Verkehr und dann dreht er ihn eiskalt weg. Also wie unfair ist das denn hier? Das muss doch hier eine Strafe nach sich ziehen. Nein, zieht es natürlich nicht. So, aber jetzt kommt gleich wieder ein entscheidender Punkt, nämlich die Abkürzung. Wird der Lamborghini sie fahren? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jetzt kommt die Entscheidung. Und er fährt sie nicht. Er fährt sie nicht. Ah, der Mr. Easy Racer fährt sie natürlich. Aber jetzt hat er natürlich einen großen Fail gebaut. Einen sehr großen, wenn nicht sogar entscheidenden. So, aber dann. Das EMP ist weiterhin sein Freund. Er schafft es, den Murcielago doch wieder hinter sich zu halten. Spannung bis zur letzten Sekunde hier. Weiterhin der Mr. Isracer vorne im Salieren. Aber dicht gefolgt vom weißen Murcielago von Carroll. Ich weiß aber nicht, ob es Carroll ist. Und da ist wieder Verkehr im Spiel. Doch Carroll kann kein Nutzen nehmen. Jetzt doch vielleicht. Jetzt überfordert es vielleicht doch. So, aber jetzt hier wieder Ernst. Ernst. Ernst der Lage erkannt von Mr. Isracer. Die Kurve muss passen, aber sie passt nicht. Der Pfosten steht im Weg. Jetzt wird es nochmal schwer für den Mr. Isracer. Denn er denkt, gleich kommt das Ziel. Man weiß es nicht. Aber der Murcielago crasht. Der Murcielago crasht. Und das ist die Chance. Und die Chance wurde genutzt von Mr. Isracer. Er geht wieder in Führung. Spannung, wirklich hier sehr hohe Spannung. Und wie gesagt, da ist gleich das Ziel, der Mr. Easy Racer. Er fährt es doch nach einigen Schwierigkeiten nach Hause. Er gewinnt nun auch sein vorletztes Rennen. Vielleicht doch nicht, doch, er wird es gewinnen. Kurz vor dem Crash gewinnt er dieses Rennen noch. Ja, Spannung bis zur letzten Sekunde ist hier dabei. So, und jetzt das allerletzte Rennen seines Midnight Club LA Projekts. Natürlich, Applaus bitte mal einmal für Mr. Easy Racers Lieblingsrennen. Nämlich Mulholland. Jawohl. So, auf geht es, Mr. Easy Racer, und ab geht die Post für sein letztes Rennen. Bitte nochmal alle einen Applaus. Und los geht es hier schon. Die ersten Kurven hier sind schon wieder gefahren und der Mr. Easy Racer natürlich wieder mit einem super Start. Man ist es ja nicht anders von ihm gewöhnt. Hier wieder diese Schlängelkurven hier rum. Hier wirklich sehr gut trifft, sage ich jetzt mal. Und hier jetzt wieder hier. Klein Hanalkurve und jetzt kommt hier wieder links die Abkürzung. Jetzt ist die Frage, fährt es der Gegner? Fährt die Abkürzung der Gegner? Nein, er fährt sie nicht. So, und diese Abkürzung passt nun auch so halbert. So. Jetzt geht es gleich wieder auf die erste Gerade auf dieser, bei dieser Streckenführung. So, genau, jetzt hier noch zwei Kurven, beziehungsweise ja, zwei Kurven und dann ist er auf der ersten Gerade und wieder mit Nitro raus beschleunigen. Die erste Gerade und da ist der Mr. Easy Racer doch schon wieder weit vorne. Ist aber noch nicht vorne die Linkskurve verpassen und dann sieht das doch schon wieder ziemlich gut aus. Er verpasst sie fast. Doch im Endeffekt alles noch im grünen Bereich. Die 1 steht oben rechts. So, auf geht's jetzt. Oh, wieder ein bisschen Gegenfeld geknutscht, aber egal. Denn der Mr. Isracer führt. So.
Hier einmal links herum um die Ecke. Und geradeaus. Und jetzt geht's hier rechts herum und nicht die erste rechts nehmen, denn das war ja einmal sein großer Fehler in einem Rennen. Aber diesen Fehler macht er jetzt nicht mehr. So, und jetzt geht's hier. Zack, zack, zack. Schlag auf Schlag hier. Die Kurven und die Checkpoints hier werden hier im fast schon im Sekundentakt von Mr. Easy Racer absolviert. Carol Musialago hat keine Chance, da auch nur irgendwie ranzukommen. Beziehungsweise auch erstmal in die Nähe zu kommen. Denn dafür fährt der Mr. Easy wieder sehr routiniert. Und jetzt geht's hier auf die zweite gerade. Noch super Schwung mitgenommen, den Nitro reingepresst. Da wie gesagt noch nicht wieder die Linkskurve hier verpassen. So. Boah, aber jetzt hier ein bisschen Crash, aber die fährt jetzt sehr, sehr sicher. Und den Nitro wieder hier hochnehmen. Und dann sollte die erste Runde auch schon geschafft sein. Da werden auch wieder die Nitros aufgefüllt natürlich. Aber die MPs, die sind sowieso schon voll. Da kann nichts mehr neu rein. Also wenn Carol kommt, dann hat er sowieso einen schweren Stand gegen den Mr. Easy Racer. So, jetzt wieder hier diese Schlängelkurven. Zack, zack, zack. Und gleich geht es wieder die Abkürzung links hoch. Die wird der Mr. Easy Racer natürlich nicht verpassen. Nein, wird er auch nicht. Sehr souverän gefahren und auch diese Abkürzung. Sie passt jetzt besser. Auch hier. Oh. Da hat sie ihn einmal schön gedreht. Aber das soll nicht weiter erwähnenswert sein. Denn jetzt geht es gleich wieder um die Haarnadel kommen. Auf die vorletzte Gerade. Beziehungsweise auf die erste Gerade. Dieser Streckenführung. Und hier wieder durch das Glas durch. Und den Nitro zum Rausbeschleunigen. So. Weiter geht's hier im Text jetzt die nächste Rechtskurve. Die muss er wieder gut kriegen. Dann ist das schon die halbe Miete. Jawohl, die kriegt er diesmal ziemlich gut. Und den Nitro wieder hoch. Der Kerl labert da irgendwas im Funk. Ich verstehe es nicht. Und es ist mir auch egal. Denn der Mr. Easy Racer ist in seinem letzten Rennen von Midnight, von seinem Let's Play Midnight Club Los Angeles auf einem sehr guten Weg, es zu gewinnen. So, und hier wieder die Stelle. Die zweite rechts nehmen, nicht die erste. Das schafft er auch diesmal und packt er diesmal auch. Und jetzt hier wieder scharf rechts, aber gut geschafft. Der Salien klebt förmlich auf der Straße. So, hier die letzten Meter vor der zweiten und letzten Gerade. So, hier nochmal eine kleine Haarnadelkurve schon fast. So, jetzt kommt auch nochmal die Haarnadelkurve hier. So, zack, zack. Die Checkpoints hier, die werden in Sekunden schneller abgefertigt. Da kommt doch nochmal Verkehr auf. So, aber ich denke, das wird den Mr. Easy Racer nicht weiterhin stören. Denn er wird das jetzt routiniert zu Ende fahren. Mit seiner Sicherheit, die er in seinen letzten Parts hier ausgestrahlt hat. Sicherheit? Nein. Nein, natürlich. Also alles sicher hier. Secure, secure. Jetzt hier die letzte Linkskurve hier hoch. Und der Nitro nochmal voll reingepresst. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Allerdings wird er nicht unter 5 Minuten bleiben. Wo er doch schon einige bessere Fahrten gehabt hat. Aber das ist das Ziel und das ist das letzte Rennen, was der Mr. Easy Racer geschafft hat. Ich bitte noch einmal um Applaus, um Applaus. Dieser Applaus gilt vor allem auch Rockstars, die da wirklich ein super Spiel hingelegt haben. Da kann ich, ja, mich nur bedanken für dieses super Let's Play, Leute. Ich kann mich auch nur bei euch bedanken. Das ist wirklich, war wirklich ganz stark, was ihr da geleistet habt. Habt mich super unterstützt. Da kann ich mich wirklich nicht beklagen. Ja, so, jetzt nochmal ein kleiner Review hier. Fahrzeuge verwalten. Ja, ich möchte referieren. So, das war wirklich hier mein allererstes Auto. Hier, damit hat alles angefangen, Leute. Alles hat hiermit angefangen. Hier. Ja, könnt ihr euch noch erinnern? Nee, ihr könnt euch nicht mehr dran erinnern. Dann ging es weiter, hier. Mit dem hier. Mit dem hier ging es weiter. Und dann. Da war, den habe ich, glaube ich, gewonnen damals. Habe ihn ein bisschen ummodifiziert in einem Mattschwarz. Sieht immer noch richtig geil aus. Keine Frage. So. Und danach ging es weiter im 99er Skyline. Den habe ich wirklich eine ganze Zeit lang, bin ich den gefahren.
Ach komm, lad schneller jetzt. Genau hier. Super Auto. Hat mir sehr gut gefallen, auch vom Fahrstil her. Hat sogar noch das Nummernschild. Wie war das Nummernschild hier? Mr. Easy 5. Jawohl. Genau, und dann die letzten, ja, die Zielgerade sozusagen, bin ich noch mit dem Gallardo gefahren, bis ich dann die Millionen voll gemacht habe durch meinen Verkauf von Autos. Und dann habe ich noch den restlichen Spaß mit dem Salieren hier gehabt. Und ja, natürlich das Motorrad hier darf man natürlich auch nicht mehr vergessen. Alles klar, Leute. Das war mein Midnight Club Alley Projekt. Ich weiß gerade nicht. Ich denke, der 119. bis 120. Part sollte es sein. Ich bedanke mich vielmals, Leute, für euer Interesse bei Midnight Club Alley. Ja, ich weiß, es ist schade, dass es jetzt zu Ende ist, aber ich will da kein Endlos-Projekt draus machen. Und ja, ich denke, man sieht sich dann in Race Server Grid. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal vielmals bei euch, die das so wirklich gut verfolgt haben, mich immer unterstützt haben. Ja, Leute, mehr kann ich dem nicht hinzufügen und ich werde dann Ciao sagen und ja, ich sag dann, wie gesagt, Servus, Leute, und bis dann, schaut später wieder bei mir rein und man sieht sich dann in Race Driver Grid. Also, Leute, Servus!